Hallo, liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Desperados 2 Coopers Revenge. Wir sind mit unseren Helden jetzt weg aus dieser Festung von Sanchez. Da haben wir uns den Weg etwas freigeschossen in der letzten Mission. Jetzt sind wir in einen Hinterhalt geraten. Indianer lauern uns auf. Wir sind da auf so einem engen Pass. Links und rechts von uns die ganzen Indianer. Und die schießen die ganze Zeit auf unseren Konvoi von Karren und Kutschen. Das so schlecht halt für uns. Situation nicht gut. Die Indianer sind eigentlich relativ stark. Sollte man die mal irgendwie anschießen und die kommen dann her zu einem, erschießen die einen. Also man kann sich da jetzt nicht einfach irgendwie so durchballern. Das ist nicht gegangen. Ich habe die rechte Flanke im letzten Video ein bisschen erwischt. Und zwar mit einer Dynamitstange von Sam. Und mir den restlichen Weg ein bisschen freigeschossen. Jetzt habe ich mir ein bisschen Munition geholt, muss mich aber eigentlich nach links durchsprengen, um einen Seitenweg dieses Passes irgendwie zu durchlaufen, komme aber dann vorne wieder zu mehreren Leuten hin. Also gar nicht so einfach. Und die Indianer sind eigentlich recht gut, die sind nämlich alle mit Gewehre bewaffnet. Nichts hier mit Pfeil und Bogen oder sowas, sondern wirklich mit Gewehre. Mal schauen, was ich jetzt hier tun wird in dieser Mission und wie wir da jetzt weiterkommen. Die reine Ballerei und Schießerei ist es jetzt nicht mehr, sondern man muss jetzt doch ein bisschen taktischer die Sache angehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall hier viel Spaß mit der neuen Folge und eine gute Unterhaltung. Level heißt jetzt Eye of the Needle. Ach so, ja, so heißt eigentlich die Gegend scheinbar. Wir haben uns nämlich genau dort getroffen, beide Gruppen. Die Gruppen, die aus Sanchez, der rezitiert Psalme aus der Bibel. Ja, auf jeden Fall haben sich jetzt die ganze Gruppe hier jetzt ein bisschen versammelt und getroffen. Doc McCoy ist etwas angeschossen, aber wir mussten hier uns etwas freischießen, weil wir hatten sonst keine Möglichkeit weiterzukommen. Wir haben jetzt nach etlichen Versuchen habe ich das geschafft im letzten Video. Deswegen hat jetzt die Schießerei auch angefangen. Die haben nämlich von da oben die ganze Zeit auf uns runtergeballert. Munition für ihn. So, schauen wir mal. Immer noch. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Rote Punkte sind Feinde. Grüne plus ist Munition. Oder irgendwas anderes, was man aufheben kann. Also hauptsächlich jetzt hier Munition und Sprengstoff und sowas. Und dann müssen wir uns eben, wie gesagt, einen Seitenweg finden. Und der Seitenweg läuft jetzt hier durch. Muss mir diesen Stein da frei sprengen. Dazu muss ich das TNT von hier holen. Das TNT von hier holen. Die sitzen aber quasi auf dem TNT drauf, Verflucht fast. nochmal, wann geht es endlich weiter? Ich muss sagen, für mich als YouTuber sind diese Kommentare immer ein bisschen nervig, weil der Was dauernd ist? suggeriert, ich beeile mich nicht hier. Dabei beeile ich mich, hey, ich muss erstmal den Weg finden. Ich kann nicht einfach irgendwo drauf losrennen. Was ist mit ihm? Muss ja überlegen. Ich gehe ja schon. Da drüben so, als wäre ich irgendwie Ah ultra ja. langsam. Dabei spiele ich gar nicht langsam, oder? Vielleicht hätte ich das Ah letzte Level etwas ja. schneller spielen können, aber grundsätzlich spiele ich gar nicht langsam. Es ist die Frage, ob wir uns so ein bisschen hier durcharbeiten. Mit den Zweien. Weil, wenn ich jetzt. Mal schauen. Also, wenn ich jetzt hier durch diese Seitengasse da rüberlaufe, dann komme ich irgendwann über den Berg da unten an. Und da unten warten die schon wieder. Das heißt, ich muss die schon auseinandernehmen, sonst komme ich ja gar nicht durch. So. Okay, kümmern wir uns erstmal um die. Ich spiele zu viele Spiele. Links-Rechts-Maustasten. Geschichte hier. Okay, ich könnte jetzt quasi fast alle erwischen.
Eigentlich so ziemlich alle. Und jetzt tief einatmen. Hat jemand einen Arzt gerufen? Ach, er kann gar nicht da runter. Ich dachte, der kann da jetzt runterlaufen. Wie im Leben. Warte mal. Was haben wir da jetzt gemacht? Welches war? Das war das bessere Temp. Hab ich gespeichert. Okay, ich kann sie zwar jetzt alle betäuben von oben. Ich habe sie quasi von oben, jetzt könnte ich sie alle betäuben, müsste sie aber dennoch von unten erschießen. Verfluchte Schinderei. Kann ich hier mit irgendwem hin und ihn erwischen? Zur Sache jetzt. Aber du bist doch unser Hauptcharakter. Mal sehen, was uns dort erwartet. Jetzt aber schnell. Okay, das war's. Weiter. Da bin ich. Tja, so, und jetzt? Mal. Schaut der Herr. Nee, nicht. Okay. Da bin ich. Jetzt aber schnell. Es muss ein anderer. Ich kann gar nicht da auch. Ich kann auch da nicht oben rüber. Da komme ich nicht hin. Mal sehen, was uns dort erwartet. Okay, er sieht mich eh nicht, wenn ich jetzt hier geduckt bin. Der auch nicht. Naja, okay, vielleicht kann ich ihn programmieren. So, wir programmieren was? Messerwurf. Ist leicht. Angriff mit Messer. Aha, das schreiben die sogar da unten drauf. Wir müssen uns ein bisschen an diesen taktischen Dingen hier gewöhnen. Also ich. Das ist gut. Okay. Somit haben wir jetzt eine Quick Action programmiert. Ich könnte den anderen aber auch Quick Actions geben, wenn ich möchte. Jetzt aber keine. Lass richtig krachen. Was kann der? Nitroglycerindose. Weißt du, was die kann? Das weiß ich gar nicht. Warte, wir speichern mal. Platz da! Das war einfach! Was kann die Nitroglycerindose? Und was war das jetzt? Oh Mann! Schau mal drauf. Platz da! Ich komme! Das war einfach! Erklärung zu irgendwo. Siedlin und Cooper und seine Freunde haben Siedlin ihr Wort gegeben, sie zu beschützen und so weiter. Ja, das habe ich schon gesehen. Baumstämme versperren den Weg. Haben wir in der Erklärung irgendwo? Spielsteuerung. Nein, haben wir nicht. Okay, wir wissen nicht, wozu diese Dose gut ist. Sein Blick gerade hat sich kurzzeitig verändert, als er auf diese Blickdose wie in alten Zeiten Nitroglycerindose geschaut hat. Oh Mann! Klarer Fall! Kinderspiel. Jetzt geht er hin, oder was macht denn der jetzt? Stell mal auf.
Also los. Okay. Hat nur mäßig geklappt. Also es ist eine Art Ablenkung oder so. Ich weiß nicht, ob sie dann sterben würden, wenn sie da drüber laufen. Warum sollte man auch sterben? Aha, das ist ein schlechter. Löschen. Leise und schnell. Krieg ich schon abgebrochen. Actions aufzeichnen. Messerwurf. Tut mir leid, Kleiner. Die Gelegenheit ist günstig. Warum warten? Da komme ich nicht hin. Gott, was hat er gemacht? Also nochmal, Quick Action. Wir wollen ein Messer auf diesen Indianer schmeißen. Und zwar finden wir das gut. Quick Action bestätigen. Also los. Man besitzt ein Messer zurück, dieser Tod. So, du wartest mal ein bisschen mit deiner Gasfiole. Okay, Cooper, du bist dran. Ich kann diese Quick Actions echt zwar programmieren, kann ich sie wieder entfernen. Plus. Messerwurf. Tut mir leid, Kleiner. Leise und schnell. Und los. Kann ich das Messer vorher schon zücken? Ja, kann ich. Schön stillhalten. Ich schmeiß das einfach. Das ist ein bisschen das Problem. Ich kann jetzt zum Beispiel das Messer zücken. Kann aber nicht sagen, okay, jetzt hast du mal ein Messer. Jetzt geh mal irgendwo hin. Das kann ich nicht sagen. Ich könnte nur wieder reingehen. First Person. Schön stillhalten. Wird aber auch Zeit. Zück das Messer nochmal. Das fällt ihm gar nicht auf. Ich hab geschossen. Der schießt jetzt. Hab mich gesehen. Okay, von mir aus habe ich den erwischt. Also das mit dem Programmieren funktioniert nicht so geil. Okay, jetzt habe ich. Okay. Hey. Gehen wir es an. Warum kann er wohl irgendwie die Befehle wieder rauslöschen, oder nicht? Na okay, sehr dran. Er sieht mich jetzt nicht. Also kann ich ihn töten. Auf geht's. Noch nicht so gut. Ich muss halt nur schauen, dass ich dann darauf laufe, während das ja gar nicht herschaut. Also das Schießen funktioniert im Spiel super. Das Herumlaufen und einfach die Leute erschießen. Tut mir leid, Kleiner. Vorwärts. Und los. Okay. Wir ducken uns mal, weil ich glaube, der sieht das. Nee, sieht er nicht. Dachte schon, ich muss sie totspucken. Da bin ich. Ja, ja. Witzig auch noch, hä? Okay, gut. Das heißt, ich hätte ihn jetzt und könnte mit ihm jetzt mal von da oben eine Fiole schmeißen. Also darüber. Nein, so weit kann er nicht schmeißen. Gib mir Deckung. So, wir programmieren das jetzt. Wir üben immer wieder mal Programmieren an einfacheren Stellen. So.
Befehle erteilen. Gute Nacht. Gut, Werfen von Gasfiolen ist jetzt eingestellt. Charakter 1 raus bei dem Job. Läuft jetzt mal darüber. Mal sehen, was uns dort erwartet. Nee, nochmal. Also. Plus. Wird aber auch Zeit. Was für eine Verschwendung. Hier, fang. Du hattest deine Chance. Das ist leicht. Okay. Nimm das. Das ist Na, leicht. Bitte. Läuft doch. Was für eine Verschwendung. Ein paar Leute haben wir jetzt erwischt. Dann wollen wir mal. Aber muss ich echt bei jeder jetzt aber schnell. Geschichte hier ziemlich Zeit lassen. Jetzt komm ich. Okay. Und du bist dran jetzt, weil die so langsam brauchen. Messerzucken schaut aus. Hab ich schon mal gemacht. Aber wenn er dann mal seine Sachen draußen hat, dann kann er echt das super war einfach. Schnell damit sein. Neues Spiel, neues Glück. Dadurch, dass die jetzt irgendwie da oben gelandet sind. Na, noch ein Ass im Ärmel. Müsst ihr jetzt echt alleine über die Runden kommen, da nach oben. So, wie töten wir die hier? Jetzt probieren wir mal ein bisschen. Jetzt lass ich's richtig krachen. Ein paar Dinge hier zu tun. Zur Sache jetzt. Dann wollen wir mal. Schaltet mal die Sichtkegel ein. Sichtkegeln zeigen uns. Geräuschsichtkegel sind das quasi. Also ich sehe immer, wie weit. Beeilung. Die mich hören. Da bin ich. Und jetzt? Jetzt läutet es gleich. Ha, die Spieluhr, so wie im ersten Teil. Mit dem gleichen Geräusch. Mal sehen, was uns dort erwartet. Auf geht's. Wieder einer weniger. Beeilung, jetzt aber schnell. Oh, schnell. Ah, ich war zu langsam. Okay, aber grundsätzlich funktioniert es. Ich kann sie mit der Spieluhr ein wenig ablenken. Verflucht. Das könnte eng werden. Dann wollen wir mal. Hier, fang. Okay. Du hattest deine Chance. Ruhe in Frieden. Wieder einer weniger. Und los. Mal sehen, was uns dort erwartet. Langsam, viel zu langsam. Wieder einer weniger. Mal sehen, was also er müsste ja fähig sein, die zwei Typen jetzt alleine irgendwie auszuschalten, okay, oder nicht? Weiter. So, nochmal Spieluhr. Vorwärts. Stell mal die Spieluhr auf. Das müsste eigentlich funktionieren. Beeilung. Beeilung. Laufen ist viel lauter, als wir die nicht laufen. Jetzt dreht er sich um. Da komme ich nicht hin. Was ist mit ihm? Tja, und jetzt? Jetzt aber schnell. Dann wollen wir mal. Vorwärts. Und los. Tut mir leid, Kleiner. Beeilung. Da bin ich. Wird aber auch Zeit. Tut mir leid, Kleiner. Aha, aber er ist so lange dort geblieben, solange die Spieluhr gespielt hat. Mal sehen, was uns dort erwartet. Okay, das Doch. War's. Weiter. Was ist? Weg da, Mensch. Du stehst da ganz schön schlecht. Dann also darüber.
Kommen die rüber? Nee. Okay, die waren jetzt eine Zeit lang ein wenig alarmiert, aber sie, glaube ich, gehen wieder zurück auf ihre Positionen. Okay. Okay. Zur Sache jetzt. So, jetzt holst du mal das TNT. Kaboom! So, geh mal das TNT holen. Erst die Schufterei, dann das Vergnügen. So, jetzt jagen wir das in die Luft. Yo! Oh Mann! Hab ich schon mal gemacht. Okay, es gibt eine, also eine vorbestimmte Position, wo ich die hinstellen soll, das Ding. Klarer Fall! Jetzt habe ich das TNT hingestellt und was ist jetzt? Aha, ja, ich muss drauf schießen. Oh Mann! Wow! Wie ist jetzt gestorben? Ist das so ein kleiner Urwolf, oder? Ich glaube nicht. Aber ausgeschaut hat schon so. Aha, wir verlegen jetzt quasi ein bisschen unser Quartier. Wir sind aber ohne die zwei weg. Ohne Doc und Kate. Achso, doch, die sind jetzt auch durch den Busch, doch. Da sind noch welche. Ah, doch nicht. Cool. Spielstand automatisch geschaut. Jetzt bin ich. Neues Missionsziel. Der Ausgang ist versperrt. Oh. Neue Lage hier. Wieder schlecht. Wie in alten Zeiten. Die haben sich schon wieder um uns herum. Das war einfach. Aufgestellt. Was ist denn hier einfach? Schaut euch das mal an. Sie sind jetzt ziemlich gut aufgestellt. Wo ist Doc? Was ist? Wahrscheinlich hier noch da hinten, oder? Wo ich ihn stehen gelassen habe. Ah, okay, wir wurden quasi ein bisschen weiter vorne geschoben. Automatisch. Und sind jetzt in deren Lager drin. Vorher waren wir da hinten. Irgendwie sind da vorbeigekommen. Achso, das macht immer so hier, okay. Zu wissen. Make-up. Mit Make-up kann ich ihnen in die Augen pusten, wenn sie näher kommen. Aber sonst kann ich nicht wirklich was tun. Halt mal nach, genau. Eine volle Waffe ist immer was Gutes. Der Typ da ist ja eigentlich. Ich kann auch nicht über diese Bäume drüber schießen oder zwischen denen hindurch. Das ist tricky. Ich könnte den erschießen mit einem Zielfernrohr. Es wird nur nicht mal einem auffallen, weil keiner dreht sich in die Richtung um. Der vielleicht. Weil im Grunde schaut es jetzt so aus, ne? Der da. Also, ich zeige jetzt mit dem Finger auf, sieht er ja nicht. Also der da.
Bewacht irgendwie den da, ne? Das hier ist unser Ausgang. Also müsste ich, glaube ich, den da töten, ne? Verflucht nochmal. Wann geht es endlich weiter? So, schießen wir den aber mal. Das ist nämlich lautlos noch dazu. Okay, soviel zum Thema, es ist lautlos. Das Spiel beginnt. Es ist nicht lautlos. Ich dachte, das Zielfernrohr ist lautlos. Was jetzt? Ist aber nicht. Glaub mir, um dich trauert kein Schwein. Das Spiel beginnt. Okay. Einfach sie so über den Haufen schießen, klappt auch nicht ganz gut. Vielleicht ein bisschen näher ran. Nochmal. Gib mir Deckung. Okay, warte. Sie da, geh mal daher. Wir programmieren sie mal. Sie soll auch einen erschießen. Holla, die Waldwirt, die ist auch heute freizügig. So. Was ist? Dog. Du packst dann auch mal also darüber. Pistole aus. Die Geier warten schon. Das dann Spiel also darüber. Toll, der hat überhaupt nicht geschossen. Ich dachte, bei Sichtkontakt bedeutet, macht das automatisch bei Sichtkontakt. Menschenskind. Ich gehe ja schon. Neues Spiel, neues Glück. Halt mal nach. Nochmal. Du erschießt den Typen da. Glaub mir, um dich trauert kein Schwein. Das Spiel beginnt. Zur Hölle mit dir. Na bitte. Jetzt hat einmal das Programmieren gut funktioniert. Kommt er her? Muss das sein? Ich glaube, wir mussten sie erschießen hier. Oh, oh, oh. Das war gut. Verfluchte okay, vielleicht Schilderei. Muss ich das öfter mal gib so programmieren. Deckung. Weil sie hat zumindest den einen erschossen und den anderen angeschossen. Das war schon sehr, sehr gut. Hm. Weil beim Anschießen werden die ein bisschen gestoppt. Das war schon gut. Bin gleich da. So, wir erschießen den da vorne, weil ich glaube, sonst kommen wir nicht richtig hier raus. Was macht er? Wie konnte er denn da vorbeischießen? Freund. So nicht. So wollen wir das machen. Okay. 2D kann er mal auf hier, glaube ich. Ja, der ist ein bisschen. Aber sie erholen sich auch relativ schnell. Also anhand vom Sichtkegel, ich weiß nicht, ob ihr diese Art Spiele kennt, wenn ihr jetzt zufällig eingeschaltet habt, erkennt man immer, in welchem Status das so ein Gegner ist. Ne? Wenn er so einen grünen Sichtkegel hat, dann ist er quasi einfach so, hoppla, okay drauf, aber nicht gut. Dann schaut er sich einfach um. Je gelber und oranger und roter so ein Sichtkegel wird, desto alarmierter ist er. Und dann ist er hektischer und schaut sich um und fängt dann auch gleich zu schießen an, wenn er irgendwas sieht, was ihm da nicht passt. Deswegen muss ich schauen, dass ich nicht sehr viel Alarm mache hier bei den Indianern. Trifft aber nicht nur auf die Indianer zu, sondern bei allen. Ich meine, hier oben sind die recht gut verschanzt.
Jetzt sieht er mich, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er mich geil findet. Verdammt. Aha, jetzt können wir das mal probieren mit dem Make-up. Haben wir nicht probieren können. Der ist uns erschossen. Ach, okay. Sie ist ziemlich unnütz hier eigentlich, weil was kann sie jetzt mit dem Make-up hier tun? Nichts. Und wir können uns auch nicht wirklich gut voranarbeiten hier, außer durchschießen. Gib mir Deckung. Wir verstecken uns wieder da in unserem kleinen Versteck. Ja, ja, die finden das nicht koscher, dass der über den Haufen geschossen wurde, aber... Ich gehe ja schon. Neues Spiel, neues Spiel. Du gehst auch bitte weg. Hat jemand einen Arzt gerufen? Oh Gott, jetzt sind die alle alarmiert. Die haben scheinbar Alarm im Lager gemacht hier. Schauen wir mal, ob was passiert oder ob das denen eigentlich insgesamt wurscht ist. Nein, die gehen schon wieder alle auf ihre Position. Das Verhalten der KI, also der Gegner, ist jetzt hier so nicht so schwierig. Scheiß drauf. Die gehen so urlangsam wieder zurück auf ihre Positionen. Währenddessen könnte ich überall hin. Dann also darüber. Stirb. Du Hund, tritt vor deinen Schöpfer. So, abhauen wieder. Tritt vor deinem Schöpfer. Nachladen bitte.